Herzlich willkommen zu einem neuen Job-Review hier auf meinem Kanal. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und falls euch die Videos gefallen, lasst doch auch gerne ein Like da. Support ist kein Mord und es wird mich extrem unterstützen. Also danke, falls ihr das macht. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Item-Shop und gucken, was dort alles neu drin ist. Wir haben einen neuen Tanz und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der linken Seite. Hier haben wir den Butchie-Skin, der ist hier, glaube ich, gestern reingekommen. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, ist aber auch ein blauer Skin nur. Ich finde, man kann ihn eigentlich ganz gut mit der einen Lackierung spielen, mit dieser Hitze-Lackierung, mit der hier. Das passt irgendwie ziemlich gut zusammen, weil der ja auch so einen Farbverlauf im Prinzip hat, hier von blau zu pink. Aber wäre jetzt nicht so mein Skin. Dann haben wir hier den Guild-Skin, finde ich eigentlich ganz nett. Jetzt aber nicht mein Lieblingsskin. Und dann habe ich hier den Aura-Skin, den spielen extrem viele, gerade viele Pros. Das ist ein 800 V-Bucks-Skin und sieht eigentlich ziemlich cool aus. Lohnt sich definitiv. Dann im dritten Slot hier haben wir erstmal den Kunia-Skin, die Ninja-Skins hinten mit dem Backpack. Sieht eigentlich echt ganz cool aus. Kostet allerdings natürlich auch 1500 V-Bucks. Dazu auch noch der Männchen-Skin. Die Spitzhacken. Auch eine Doppelspitzhacke. Die finde ich vom ganzen Set am coolsten. Für 800 V-Bucks geht das sich ja auch auf jeden Fall klar. Und der Sound ist auch ziemlich nice. Da haben wir noch als letztes den Falken. Der ist ziemlich groß und laut. Und wenn man Real spielen will, sind legendäre Gleiter immer ziemlich unpraktisch. Ich spiele meistens nur irgendwelche Regenschirme oder so. Und die bekommen wir ja immer kostenlos jede Season. Dann haben wir den MC Waffle Skin hier hinten. Mit dem Ice Backpack. Das füllt sich umso länger man, glaube ich, überlebt hier hinten drin. Und es wird weniger. Auf jeden Fall irgendetwas mit dem Backpack ist reaktiv mit dem Eis da drin. Der Skin an sich jetzt vielleicht nicht der beste Skin. Mag ich persönlich nicht ganz so gern. Dann haben wir den neuen Emote Hüftpfeffer. Ich weiß nicht, ob es nicht ursprünglich Hüftpfeifer heißen sollte. Weil es eben halt mehr Pfeifen ist und Hüftpfeffer macht jetzt nicht ganz viel Sinn. Ist auf jeden Fall ein Fortbewegungs-Emote, der ziemlich witzig irgendwie ist. Komplett lässig. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Holoscan-Lackierung. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, wobei es mich immer irritiert, wenn dann so eine Waffe komplett in dem Holo-Stil ist. Kostet allerdings auch nur 300 V-Bucks, ist damit, glaube ich, die günstigste animierte Lackierung und lohnt sich dementsprechend. Dann haben wir die Spielspezialisten, ist eben halt die Blaumütze in Weiß. Für 1200 V-Bucks hätte ich sie jetzt eher nicht gemacht, ich finde das eher ein grüner Skin. Trotzdem sieht er ganz nett aus und kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir ja Forkknife, soll eben halt als Gag sein wegen Fortnite, Forkknife. Und der hat auch einen zweiten Stil. Achso, in die andere Richtung dann die beiden Spitzhacken. Das heißt, man hat in der einen eben halt rechts die Gabel und links das Messer. In der anderen Variante links die Gabel und rechts das Messer. Ist eigentlich ganz nett. Heißt ja auch Knife Fork dann. Ist auf jeden Fall eine nice Spitzhacke. Und hat auch einen ganz coolen Sound. Haben wir noch Tanztherapie. Finde ich einen coolen Emote. Mag ich gern. Und das ist dann auch schon der letzte Slot hier drin. Und dann gucken wir nochmal in den Rettet-Welt-Modus rein. Und gucken, was dort heute für Lamas drin sind. Ihr könnt ja auch noch bis morgen die Geburtstagslamas öffnen. Und generell alle Challenges und so. Hier steht auch überall endet bald, endet bald, endet bald. Ja, sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Hier fehlen mir auch noch ein paar Sachen. Mal gucken, ob ich die noch mache. Auf jeden Fall haben wir heute das Allerlei-Lama drin. Ist jetzt nicht allzu gut. 1500 V-Bucks lohnen sich dafür definitiv nicht. Ja, Upgrade-Lama wie immer. Und dann noch ein kleines Review, was man sich auf jeden Fall kaufen sollte. Und zwar hier die oberen vier lohnen sich eher nicht. Das alles hier. Waffenlager-Slots können sich lohnen, dass ihr eben halt, wenn ihr hier ins Waffenlager geht, die Skizzen und nicht im Rucksack, also nur die Skizzen hier, falls ihr da mehr Platz braucht, bei mir reicht es, aber dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier etwas kaufen. Das hier ist alles eher
mittelmäßig gut. Bodenstacheln können hilfreich sein, wenn ihr die noch nicht habt. Teergrube kann man sich auch kaufen, wobei es jetzt nicht die beste Falle ist. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall Fossilien Thausi und die prähistorische Itza kaufen. Prähistorische Itza hat eben halt, solange das Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 33. Das kann man ja aktivieren mit explosive Vergangenheit. Dann hat man nämlich immer nur Green Life und kein Schild. Er ist ziemlich gut dann. Und dann kann man eben halt auch noch zusammen hier mit dem Fossilien Thausi Kommandantenvorteil, solange dein Schild aufgebraucht ist, regenerierst du pro Sekunde 12 Energie. Kann man super gut für Farm-Setups benutzen und ist echt stark. Hier die Pulsar 9000 ist, finde ich, nicht die beste Waffe. Es schießt immer halt im Prinzip so wie so eine Schrotflinte, nur dass die eben halt immer so Ringe sind. Ich mag jetzt die ganzen Waffen nicht ganz so gern. Und ich habe eigentlich schon ganz gute Waffen. Runengriller ist jetzt nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Kolbenspucker hier eher nicht. Legendäre Kraftquellen, falls ihr etwas aus dem Sammelalbum holen wollt. Oder falls ihr eine Skizze upgraden wollt, lohnt sich das auf jeden Fall. Wieder Waffenlager-Slots ist das gleiche. Epische Waffen sind unnötig. Falls ihr noch nicht genug epische Überlebende habt, also irgendwo noch blaue Überlebende in euren Setups drin sind, könnt ihr euch auf jeden Fall auch die epischen Überlebenden kaufen. Konterressourcen immer kaufen. Außer vielleicht epische Kraftquellen, die braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber hier Sturmsplitter braucht man viel, Auge des Sturms braucht man viel, Blitz in der Flasche braucht man viel. Natürlich, falls ihr zu wenig habt, falls ihr eine Menge davon habt, wie ich, braucht ihr es nicht. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall immer zu kaufen. Vorteil plus selten kann man auch ab und zu kaufen, wobei man das eigentlich relativ easy hinterhergeschmissen bekommt. Ja, die ganzen Sachen lohnt sich nicht so. Außer Vorteil fix, das lohnt sich definitiv immer. Das war's dann mit dem heutigen Video, beziehungsweise mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns heute Nachmittag am besten im Stream wieder oder heute Vormittag auch schon auf Twitch im Stream. Links sind in der Videobeschreibung. Nachher kommt dann auch der letzte Teaser. Und dann bis dahin. Ciao.